Hallo Kurt, schön, dass wir dich hier haben und jetzt können wir dich was fragen. Im Rahmen von Bert Brecht, 125 Jahre hier in Augsburg, haben wir gehört, du hast einen ganz großen Bilderschatz von dem ehemaligen Hoffotografen Ressler gefunden, der auch schon Bert Brecht fotografiert hat. Was kannst du zu dem Fund sagen? Wie ist es dazu gekommen? Also das Interessante ist an diesem Fund, dass er ja im Dachboden lag, also in dem ehemaligen Atelier von Konrad Ressler, königlich bayerischer Hoffotograf. Der Ressler ist dadurch bekannt geworden, international bekannt und berühmt, weil er damals 1927 den jungen Bertolt Brecht in Augsburg fotografiert hat. Die Geschichte dahinter ist, dass Konrad Ressler nach seinem Tod ein großes Reservoir an Glasplatten, also heute würde man sagen Negativen, hinterlassen hat. Und das war am Bahnhof im Atelier oben im Dachboden, ohne irgendeine Wahrnehmung dort gelegen. Wir haben es gefunden mit Dr. Heiserer aus München zusammen und haben diesen Schatz, es hat sich dann herausgestellt, es sind 40.000 Platten, diesen Schatz dann gehoben und im Stadtarchiv sozusagen sichergestellt. Und das war's dann, aber das war's eigentlich noch nicht. Ja, da wollen wir jetzt doch gerne hören, was soll geschehen oder ist schon was geschehen mit diesen vielleicht sehr sensationellen Fotos? Wie viel sind es denn überhaupt? Es sind insgesamt 40.000, also 40.000 Glasplatten circa, die dort gefunden wurden. Also es handelt sich um schätzungsweise Masse von 5 Tonnen an Bildern. In Postkartengröße, alle wunderbar verpackt in Zellophan und in einer Kiste, also Postkartengröße. Und es wäre natürlich wichtig, den Augsburgern diese Bilder in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Und wir sind ja mittlerweile sehr weit. Man kann digitalisieren, man kann die Erschließung schnell und kostengünstig erledigen und organisieren. Und leider, zu meinem Leidwesen, wird das immer noch nicht gemacht. Das ist ein bisschen schade. Ja, da fragen wir doch gleich nach. Und zwar, wie lang liegen denn diese Negative schon im Stadtarchiv, nehme ich mal an? Ja, im Stadtarchiv. Die Bilder wurden gefunden 2015. Wir sind jetzt also schon im 8. Jahr, dass nichts passiert ist. Und es tut uns sehr leid. Und es ist eigentlich das kollektive Bildgedächtnis einer Stadt in der Größenordnung von Augsburg. Und ich bin der Meinung, unbedingt muss da was passieren. Die müssen digitalisiert werden. Die müssen eigentlich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen nehme ich das zum Anlass zu Brechts Geburtstag, 125. Geburtstag, denjenigen einzuladen, der in dem Fall in dieser Geschichte der wichtigste ist, nämlich Michael Kötzle, der die Bilder damals in Augsburg gefunden hat. Und der kommt nach Augsburg und erzählt, wie er die Bilder gefunden hat und was jetzt im Nachgang in diesem Konrad-Ressler-Schatz noch alles verborgen sein könnte. Ja, ein ganz großer Bilderschatz, lieber Kurt, und dazu machst du ja eine Veranstaltung im Brechthaus. Kannst du ganz kurz noch sagen, wer da alles kommt? Also das ist nächsten Donnerstag am 26. Januar um 19 Uhr im Brechthaus. Und es kommt eben dieser Michael Kötzle, der die Bilder gefunden hat, ein Journalist und Bildredakteur aus München. Dazu eingeladen habe ich den deutschlandweiten bekannten Aaron Gartner mit CD-Lab, die also Spezialisten sind für Digitalisierung von Glasbildern. Die erzählen uns, wie es gehen könnte. Das wird also eine sehr spannende Sache und wir hoffen nicht, Kurt, dass es wieder passiert wie mit den früheren Brechtbildern, die dann nach München abwandern. Das wäre natürlich schade, aber das wird nicht passieren, weil die sind ja im Besitz des Stadtarchivs. Also im Besitz ja, aber nicht erschlossen. Also wir haben den ersten Schritt getan, wir haben die Bilder gesichert und der zweite Schritt, nämlich die Erschließung, die Digitalisierung muss jetzt möglichst schnell passieren, nachdem jetzt wieder 8 Jahre ins Land gegangen sind. Ja, das muss jetzt wirklich schneller gehen und ich denke, wir sehen da vielleicht Bilder von Großeltern, von Urgroßeltern und manche werden vielleicht sogar Hinweise auf ihre frühere Familienangehörige entdecken können in Augsburg. In jedem Fall, und das ist ja oder Sinn der Sache, dass den Augsburgern ihre Bilder, ihre Vorfahren vielleicht in irgendeiner Form bekannt vorkommen, dass man das wieder entdeckt. Aber
Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass zum Beispiel berühmte, prominente Persönlichkeiten drauf sind, vielleicht sogar Landschaften aus dem ganzen Landkreis. Es wäre halt gut, wenn man es wüsste. Könnte da auch noch was von Bert Brecht dabei sein? Wir sind ziemlich sicher, dass da was dabei ist. Das war eine Sensation. Und Kurt, jetzt haben wir noch bitte, kannst du uns mal kurz das Buch zeigen, das es in deinem Brecht-Shop gibt, mit diesen Bildern des Hoffotografen Ressler, die er schon von Brecht gemacht hat? Ja, das sind diese weltberühmten Bilder, die dort gefunden wurden von Michael Kötzle. Und wir sehen, wenn wir das aufmachen, jeder, der sich mit Brecht beschäftigt oder mit Fotografie kennt diese Bilder. Und die sind wunderbar, von erlesenster Qualität. Ja, ganz große Klasse. Und wir hoffen, dass dein Vortrag und deine Veranstaltung hier endlich mal ein bisschen Geschehen reinbringt und freuen uns drauf. Ja, danke. Alle sind eingeladen. Super, danke. Servus, Kurt.